Ja. Nee, heute bleiben wir einfach mal liegen. Okay, bei der Musik kann ich nicht lange liegen bleiben. Die Musik klingt schon so nach Tatendrang. Ey! Scheiß Krähe. Zu schön Radieschen wegfressen, ey. Eventuell habe ich die Idee gehabt, dass wir von jeder Pflanze, die wir so anbauen jetzt, dass wir eine eigene Kiste noch bauen, wo wir immer ein Exemplar, was heißt immer, wo wir halt ein Exemplar dazwischenlegen, wenn wir jetzt nicht gerade sofort zum Community Center laufen. Dann können wir quasi das nicht aus Versehen verkaufen. Oder anderweitig verlieren. Das klingt sehr sinnvoll. So. Okay. Hälfte der Energie ist schon weg und es ist noch nicht mal Mittag. Vielleicht lohnt sich ein kurzer Aufenthalt im Spa, aber nee, wir werden jetzt glaube ich nicht mehr viel Energie benötigen heute. Kostet eigentlich so eine Kiste. 50 Holz. Ja, haben wir ja dicke. Ah, wir können das auch so ein. Okay, da kostet schon mal zwei Barren. Ist natürlich teuer. Damit können wir zum Beispiel Sirup aus den Bäumen. Sirup aus den Bäumen holen. Was bekommen? Nee, ne? Nee, ist ja da links gestanden, stimmt. Klang gerade so, als hätten wir uns aus dem Müll gefischt. Ah, hier haben wir's. Eine Suppe. Eine Suppe. Jetzt muss ich wieder überlegen, was ich dafür wegwerfe. Schwer zu sagen. Ich werde hier wegschmeißen. Okay, die Leute mögen es nicht, wenn wir in dem Müll rumwühlen. Kann ich ja verstehen. So, gut, ich glaube, wir kommen heute ins Geschäft. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Ein Reward. Hey, oder Rico? Hat gerade Rekord oder Reward? Okay, das war das Quarz. Und dann haben wir natürlich noch Erdkristalle.
Ah, Reward stand da wirklich. So, na dann, was ist denn unser Reward? Neue Samen für Weißkohl. Jetzt natürlich, für Blumenkohl, die wir natürlich nicht mehr gebrauchen können. Sehr schön. So, Schmied, hau mal hin. Ach so. Wir brauchen unbedingt mehr Platz. Tja, verkaufen. Die Seeds werden wir uns mal aufheben. Die kriegen wir jetzt ja mindestens ein Jahr lang nicht mehr. Könnten nützlich sein. Ich kann überhaupt nichts von verkaufen, was wir hier haben. Dann muss das eben in die Kisten. Könnten auch langsam mal überlegen, was der große Rucksack kostet. So langsam reicht der mittlere nicht mehr. Okay. Die können wir bestimmt mal verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir die sonst noch brauchen. Bürgermeister Louis. Gas, kann es sein, dass wir Gas noch nie richtig gesehen haben? Das könnte der letzte sein, der uns hier noch fehlt. Oh, wir haben noch eine Quest. Willys Quest nehmen wir mal an. Du bist also ein Bauer, wenigstens ehrliche Arbeit. Ja, das stimmt allerdings. Er weiß es wenigstens zu schätzen, nicht wie Sam, das Wohlstandskind. Der hier wahrscheinlich wieder am Drogen verticken ist hier irgendwo. Ist sie eigentlich? Hatten wir die schon? Caroline, ja klar. Stimmt. Ach, er arbeitet also hier. Alex. Ice Cream. Gut, ich glaube, damit werden wir mal jemanden Besonderes überraschen. Kostet zwar einen Haufen Geld, aber wir haben es ja. Okay, jetzt. Ich hau uns das Zeug mal klein. Oh. Schön, wir haben einen Helm gefunden. Ach so, okay, ist ein Artefakt. Wir können den also wahrscheinlich nicht aufsetzen. Lame, okay. Lame ist lame. Mudstone. Klingt selten. Oh, noch ein Artefakt. Nee, doch nicht. Es ist erhärteter Schleim. So, nun, Meister. Ach, 2000 kostet das auch noch. Und 5 Bars brauchen wir dafür jeweils. 5
Bars. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wollen wir die verkaufen? Ja. Was gibt uns denn Gunther für die Artefakte? Mal gucken, ob ich den tatsächlich aufsetzen könnte. Den kann ich nicht, schade. Artefakte legen wir mal hier hinten so hin. Aus wie ein Haufen Scheiße. Ah, okay. Oh Gott. Ihre Mutter ist häufiger in die Wüste gefahren mit dem Bus. Nein, sie fuhr den Bus in die Wüste. Er funktioniert aber seit einer Weile nicht mehr, seit ein paar Jahren. Also kein Geld, den zu reparieren. Ey, du hast ja nicht wundern, was Alex heute tut. Oh, Moment. Ein Eis. So, und das kriegt jetzt Haley. Jawohl. So. Pass mal auf. Wo ist Haley? Wie, die mag uns nicht. Sie hat sich doch gefreut. Das waren 250 Goldstücken. Ich versteh's nicht. Vor allem können wir keine Geschenke mehr machen. Wir sind bei ihr quasi durch. Erstmal. Versteh die Alte mal einer, wer will. Ich hab eine Katze, kannst du mitkommen? Na los, komm mit. Ja, was machen wir jetzt noch Gescheites? Ich würde gleich nochmal in die Mine gehen. Oder mal gucken, ob wir den Fisch gefangen kriegen, von dem, nachdem Uli gefragt hat. 2 Tage haben wir Zeit. Red Snapper. Wir können den Fisch also behalten. Red Snapper, ich muss mal kurz gucken. Wohin der denn gehört? Ach, wir haben es schon wieder auf Organize gekommen, aus Versehen. So. Fischtank. Sitzt euch bei Lake dabei? Nein. Bei Knight ist er auch nicht dabei. Auch nicht dabei. Da ist er nicht dabei. Ne, den hatten wir schon. Den Kram ist natürlich auch nicht dabei, oder? Heißt der eine so? Ne. Kann er noch hier bei seinem Ozeanfisch? Okay. Dann angeln wir mal seinen Red Snapper. Mal sehen, was wir da so
nicht warten müsste. Wir brauchen das nur 300 Holz mitbringen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oh, Red Snapper, wir kommen. Okay, da sind Blasen. Ich habe gelesen, wir müssen auf die Blubberblasen achten. Je dichter wir dran sind, desto besser. Aber wie kommt man bis dahin hin? Das ist hier die Frage. Also die Anbeißzeit soll sich deutlich verringern, wenn man... Oh, jetzt haben wir Red Mullet gefangen und keinen Red Snapper. Also soll sich drastisch verringern, wenn wir in die Blubberblase werfen oder an die Blubberblase. Mit Mallet. Ach, Krabben müssen wir wahrscheinlich mit diesem Käfig fangen. Diesem Krabben. Das nennt man das. Krabbenfangkäfig? Reuse, genau, so eine Krabbenreuse bräuchten wir dafür. Ah, da hinten. Guckt euch das mal an. Wir haben natürlich keinen Köder. Vielleicht wäre es mit Köder deutlich besser gewesen. Boah. Ein Hellbot, neuer Rekord. Noch ein Halbwut. Das läuft ja. Weil der Tipp mit dem Blubberblasen war definitiv richtig. Wieder ein Halbwut. Ah, die Blubberblasen sind weg. Schade. Aber einen nehmen wir noch mit. Ein Halbwut und ein Schatz. Uiuiui. Ein Ring und einen Diamanten. Sehr schön. Den Diamanten können wir gleich zu Gunther bringen. Den Ring heben wir uns auf für, ihr wisst schon wen. Ne, weiß ich nicht, aber. Okay, ach, wir können ihn selber erstmal tragen. Okay. Macht erstmal nämlich kritischen Schaden im Kampf. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
Um 9 im Sommer, eigentlich müsste es doch noch hell sein. Ich habe das Gefühl, es wird nicht wirklich heller im Sommer. Uiuiui. Das war gut. Guter Wurf. Und hoffentlich auch ein guter Fang jetzt. Na komm. Jawohl. Noch ein Halibut. Wir haben. Boah. Hat sich gelohnt. Also, der Angelausflug war mal definitiv von Erfolg gekrönt. Wer fix nach Haus. Langsam dunkel. Was ist langsam? Jetzt genau bricht die Nacht herein. Ich weiß gar nicht, wie lange wir wegbleiben können. Also nach um 2 haben wir auf jeden Fall keinen erholsamen Schlaf mehr. Das heißt, wir haben dann nur noch die Hälfte der Energie. Gleich noch verkaufen, dann kriegen wir wenigstens gleich Kohle. Machen wir es gleich mal. Und wir haben Red Mullets 2 und wir haben Heilbutz. Können wir gleich mal. Ich hab's schon wieder getan, verdammt. So. Fischtank. Fisch. Der Snapper wird gebraucht. Ansonsten nichts, was wir hier haben. Bei den Krabben wird auch nichts gebraucht, was wir haben. Und bei den Muscheln. Den Rest kriegen wir also wirklich nur aus den Krabbenkäfigen. Ja, also die Fische können wir dann, auch die Muscheln hier, können wir wohl denkenlos verkaufen. So, da gibt es gleich schön Kohle morgen. Okay. Alles klar, dann legen wir uns mal hin und warten auf den nächsten Tag.